Guck mal. Ich quetsche hier voll rein. Töte mich doch einfach. Guck mal, er kann sich nicht bewegen. Was für ein krankes Play. Alter, ich hab ihn totbehindert. Max. Let's go. Leute, sendet mir eure Clips über Instagram. Und bei Kevin ist ja gerade was vorgefallen und hat der Post vom Vermieter bekommen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich habe eine Absage von der Wohnung bekommen mit der Begründung schlechte Erfahrung mit Leuten aus ihrer Branche. Ich habe die Wohnung nicht bekommen wegen Kevin, Dicker. Einfach nicht bekommen. Oh. Wegen Kevin, Alter. Ja, wir haben auch Nachbarn, Bro. Unter euch? Ja. Okay. Basically, nächste Woche kommt meine neue. Eigentlich muss man ganz ehrlich sein, und das könnt ihr jetzt auch gerne an Caruso schicken. Eigentlich ist es die Schuld von Caruso, dass Kevin seine Wohnung jetzt verliert und Sascha die Wohnung nicht bekommt. Also im Endeffekt muss man da einfach mal sagen, dass Caruso da auf jeden Fall richtig reingeschissen hat. Wohnung. Yeah! Och nö. Wie heißt du? Mohammed Ali Hussein Mohammed. Mohammed Hussein El Ali Nugat. Chill dich. Wollt ihr was haben? Negativ. Ja. Wollt ihr was haben? Mach dich weg mit deinem Falschgeld. Mach dich weg mit deinem Falschgeld. Sie machen Fotos. Taschen platzen, aber Apache bleibt gleich. Ja. Sie machen Fotos. Taschenplatz, aber Apache bleibt gleich. Die machen Fotos. Gute Fotos. Hey! Ist momentan, obwohl es ein Classic ist, super schwer zu bekommen. Ja, eins, zwei, drei, okay. Vier, okay. Justin, fünf, Justin, sechs, Justin. Ein Käufer und sein Einkaufskorb. Ens Käufens und Ens Einkaufskorb. Also immer, also das ist total, und dann nicht ein Käufer, eine Käuferin und sein ihr Einkaufskorb, sondern Ens Käufer und Ens Einkaufskorb. Bitte? Eine Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach. Wenn ich jetzt irgendwas hätte, wenn ich jetzt zum Beispiel Müsli hätte und zu 4%, 5% wäre da Schoki drin, dann würde ich ja nicht sagen, das ist Schokum. Weil ich brauche einen anderen Vergleich. Ich suche einen anderen Vergleich. Mhm. Wenn ich Suppe hätte, einfach so ein Topf Suppe, ja, und da wäre zu 5%, wäre da, weiß ich nicht, Huhn drin, dann würde ich. Okay, ich mach weiter. Aber sehr gut gespielt. Aber eine Umdrehung der Erde ist ein Tag. Ja. Und eine Umdrehung der Sonne ist ein Jahr. Mhm. Dementsprechend müsste doch überall auf der Erde zur gleichen Zeit etwa Winter sein, oder nicht? Nein. Also wenn ihr zum Beispiel in der Diskothek eine Frau seht und die ist sehr attraktiv und so und ihr wollt die ansprechen, dann sagt ihr einfach, entschuldigen Sie, darf ich mit Ihnen wetten, dass ich Sie küssen kann, ohne Ihre Lippen zu berühren? Mhm. Und wenn sie sagt, ja, wie soll denn das gehen? Dann küsst er sie auf den Mund und sagt, ach, Entschuldigung, jetzt habe ich die Wette verloren. Tut mir aber wirklich leid. Das ist sexuelle Belästigung, Bro. Das ist einfach fucking sexuelle Belästigung, my man. Das ist sexuelle Belästigung, Bro. Weil alle guten Dinge sind scheiße. Alle guten Dinge sind scheiße. Boah, ich glaube, die ist geil, Mann. Hey, Schnecke! Hau's sick dir. Sorry, Bro. Alles gut, sorry. Aber das Ding ist, ich muss mich auch wirklich beweisen, weil Frauen sind ja eh nicht witzig. Weißt du, was ich meine? Okay, finde ich schon. Zum Beispiel, Mario Barth finde ich lustig. Ich glaube, das ist Sprite auf billig tatsächlich. Keine Ahnung, ich habe das von Lidl. Ich gehe auch grundsätzlich nur bei Lidl einkaufen. Also in 90% der Fälle, weil mir Rewe einfach zu teuer ist. Ich bin extrem billig, melde dich bei mir. So, wenn ich dann 4,50 zahle, dann sage ich einfach so, ja, 5 Euro passt so. Kevin, der Rechenkönig. Digga, hier ist auf jeden Fall der Rechtschreibekönig am Start. Weil ich keinen Bock habe auf diese 30 Cent. Hä?
Das riecht echt gut. Kurz gerochen, ob da gut alles. Hä? Was ist mit dir los? Ob's, hör auf, du nicht in die Augen, du Spaß. Ich wollte kurz eine kleine Reise an den Pazifik machen. Dafür wir jetzt. Was machen die denn? Wir hupen, wir saufen. Komm jetzt. Wir hupen, wir trinken. Digga, auf dem Dorf nichts anderes zu tun, chillig. Auch immer wieder schön zu sehen, was es doch dann für schönen Content auf Twitch gibt. Also wirklich, muss man wirklich sagen, das ist Qualitätscontent, den ich auch auf Twitch sehen möchte. Also wirklich, eine wirkliche Bereicherung für Twitch. Einfach auf Streamer crushen. Was ich meine? Naja, sowas. Hast du nicht einen kleinen Crush auf Mochi? Ich hab einen Crush auf Papa Platte. Faye hat es gefunden und nachdem sie es gemacht hat, kam sie ungefähr in 1000 Twitch-Completions vor. Außerdem ging ihr Kanal von 96 neue Follower im Monat auf 140.000. Antonia? Oh mein Gott. Deshalb hat Antonia auf mich gecrushed, oder? Deshalb hat Antonia immer so Crush auf mich gehabt. Immer so geplayed, hahaha. Und jetzt chillt sie einfach nur noch mit Anisedak. Ich bin einfach mal, ach, Digga, nee, ich bin schon wieder, ach, nee, Digga, nee. Nee, ich bin schon wieder benutzt worden, Digga, nee. Ausgenutzt 100, Alter, nee, Digga. Nee, Digga, komm, nee, Digga, nee, ach, scheiße, nee, Digga. Neue Follower. Ich hab auch einen Crush auf Papa Blatte. Kevin, Heirat, Hochzeit. 140.000 Follower? 140.000 Follower? Ja, ja, komm. Holy shit. Holy Digga. Shit. Im Monat ab. Jetzt versuch's noch bei Kevin. Absolut ekelhaft. Ich verarsche jetzt Romatron. Move Sebo. Sagst du, wie es ist? Das war Glück von ihr. Geht nicht. Oh, oh. Hallo? Hallo? Oh? Hallo? Wer ist der? Ah, Sebo. Heute wird wahrscheinlich kein Genesis mehr kommen. Ich weiß, 14 Uhr, ne? 14 morgen. Ja. Ja. Schade halt. Kann man nichts machen, ne? Kann man wirklich nichts machen. Nee. Sebo denkt, Romatra ist zu ihm gegangen. Romatra ja, weiß aber, er ist zu denen gekommen. Krass, Valorant. Ja, wir kriegen wieder übel auf Sebo die Schnauze, denkt, Romatra ist zu ihm gekommen. Jetzt ehrlich. Und wie das denkt sich, what the fuck, dachte, warum ja, joint Sebo einfach, mitten während sie im Game sind? Ja, schon 6 Wochen nicht mehr gespielt, ne? Der labert jetzt komplett zu ihm. Jetzt war es zum Romatra Smalltalk. Oh mein Gott. Ja, aber. Reapers redet gar nicht mehr. Ist gut, ey, die sind OP-Drachen. Die können wir übel gut benutzen, um dann Leute jetzt zu feiern. Sie in einem Arc Talk. Oh, was hat Mike! Oh, jetzt ist Reapers sauer. Jetzt richtig sauer. Hörst du das, Hu? Jetzt redet Sebo nicht, weil Reapers so laut. Wir pushen jetzt. Jetzt, wo wir Waffen haben. Okay, ne, mein, das hat übel funktioniert. Wann habt ihr das letzte Mal eingeschissen, Chat? Merkt diesen Ingame? Jetzt ist eine ganz unangenehme Stillung. Keine Arsch, geile Nummer. Gott. Gott, was habe ich hier getan? Das wollte ich gar nicht, dass es so unangenehm wird. Ich dachte, das wird ein bisschen lustig. Ich jedes Mal, wenn ich erschrocken bin. Wie weit ist beim Fußball der Elfmeterpunkt vom Tor entfernt? 12 Meter. Ey, Leute, wir lernen hier gerade, ne, und machen kurz eine Pause. Bitte guckt euch, wie der Jugend in der Ecke ist. Das ist nicht dein Ernst, ne? Bunne! Was denn? Orlan, was ist das? Nur was willst du von mir? Orlan, das ist doch nicht normal! Oh mein Gott, Digga, so dumm. Man macht den ganzen Joghurt, man muss den ganzen Joghurt in das kleine Ding reinkippen und alles, was an der Seite runterkippt, darf man nicht essen. Ganz einfach, Jule, Nicole, danke für den Resub. Ah, der Gin am Trainieren einfach. Hammer. Ich wollte auch immer sehr gerne, aber es hat nie so geklappt, ich weiß auch nicht warum, Synchronsprecher für Porno werden. Oh. Ui. Digga, da wird mir sowas von keiner hochkommen. Und spielte darauf brünstig und taufte diesen Knaben zum Flötenmann.